Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir müssen uns jetzt... Nee, pass auf, erstmal... Nee. Mach ich das jetzt? Guck mal, hier ist ein Schleifstein. Was? Wer trägt einen Tanga? Keine Ahnung. Let's go. Wir warten. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Sieht ein bisschen aus wie ein Patronus, wa? Nice. Apropos Patronus, liebe Freunde, die noch nicht... Hey! Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Hey! Alle, die noch nicht Hogwarts Legacy ausgecheckt haben, unbedingt Hilfe! Machen. Super geiles Spiel. Was wollt ihr denn? Ist doch nur ein schwebender Fötus. Beziehungsweise ein Säugling. Wenn's nicht bald zum Regnen aufhört, fault mir noch meinen Arsch ab. Verdammte Scheiße! Verfluchte Drecksfäden. Zauberei! Ja. Scheiße. Na, mal sehen, wo Frau und Tochter sind. Jetzt lang, Zabergau! Tanzen wir. Warte mal, Baby! So, weiter geht's. Hier in der Hütte oder was? Ja, nicht weit. Okay. Doch. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Du wartest hier, ja? So, warte mal. Ich hatte letzte Folge noch ein bisschen Rüstung eingesammelt, glaube ich, hier. Zidarischer Gambeson, aber das ist alles schwächer, leider. Das könnte ich anziehen. 17 Rüstung und das hat 20 Rüstung. Ja, let's go. Achso, aber das muss halt auch repariert werden. Ja, also das heißt, das ist nur zwei, aber ist ja auch egal, ist ja trotzdem besser. Ja, komm, nehmen wir. Zack. Warte mal, was ist damit eigentlich? Kann ich das nicht auch irgendwo platzieren? Verbesserung wird in einer freien Fassung eines Ausrüstungsgegenstands platziert, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Ah, okay. Dann kann ich doch, kann ich nicht... Nee. Wie mache ich das dann? Hier. Kann ich das jetzt darauf packen? Ausrüsten, Spielwerte... Wird in einer freien Fassung eines Ausrüstung... Ja. Ich muss das doch eigentlich miteinander kombinieren. So, ich habe mal sortiert. Wegwerfen, Größe der Beschreibung. Ah, okay. Warum kann ich das hier nicht raufpacken? Okay.
Okay, da muss ich nochmal schauen, wie das geht, Freunde. So, hier haben wir Spuren. Hufeisen. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Klamotten. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Okay, dann gehen wir mal rein. Geht nicht. Schade. Nur mal noch ein bisschen Licht machen. Hier ist noch was. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Sie will mir noch was zeigen. Jo. Na dann los. Achtung, Ertrunkener. Nee, eine alte Moderhaut ist es. Hui. Da haben sich ein paar Nekrophagen einen schönen Tag gemacht. Oh Gott, weg. Das sollte ich mir mal Fuck. Ansehen. Weg. Scheiße. Keine Schwalbe mehr. Weg, 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 weg. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Jo. Was haben wir denn da? Knochen. Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Sattel. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Rippen. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Beine. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Und der Kopf. Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Fassen wir zusammen. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Oh. So, kann ich jetzt hier mal eine Stunde meditieren? Perfekt. Let's go. Komm schon. Den skippen wir jetzt mal. Schön immer auch Pflänzchen einsammeln, Freunde. War das Hundepetersilie oder so? Das wächst hier ganz oft, ne? Und das kenne ich, glaube ich, auch aus dem ersten Teil noch. So. Fischerhütte. Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Schönen guten Tag. Wer ist da?
Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Wen hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Was ist eigentlich mit Geralds Haar? Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Wo ist die Frau des Barons? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich hab in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da hab ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Erzähl mir von diesem Brandzeichen. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich hab Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Gut, ich weiß, wo Anna ist. Vor einer Weile habe ich eine Frau im Buckelsumpf getroffen. Sie trug Brandzeichen, wie die du beschrieben hast. Das muss sie sein. Frau Anna.
Bei den Göttern. Ist sie im Buckelsumpf? Dort habe ich sie zuletzt gesehen. Oh, ihr Götter im Himmel. Beschützt uns. Jetzt ist klar, wer in der Nacht geflüstert hat. Ist es das? Die Mumen haben sie geholt. Sie mussten eine Abmachung getroffen haben. Hm. Einen Pakt. Darum haben sie ihr die Brandzeichen verpasst und sie in ihren Besitz genommen. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Wahrscheinlich. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Wahrscheinlich hätten wir das jetzt erst machen müssen, in den Sumpf gehen, aber das haben wir schon getan. Oh, kleines Popöchen. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Hätte das nicht irgendwie ein schöner Geist sein können? Mein Gott. Sprich mit dem Baron über seine Familie. Ja, ich habe mich sowieso gefragt, was ist eigentlich mit der Frau? Also das ist Anna und das ist anscheinend... Naja, aber... Ist das jetzt blöd, dass wir vorher im Sumpf waren? Nee, oder? Ist schon... Ist eigentlich egal, oder? Egal, come on. Plötze! Wir müssen mit dem Baron talken. Los, lauf! Mit dem Bloody Baron. Eher mit dem Barrel. So. Boah, ey, der Himmel sieht auch schon sehr geil aus. Zieh die Waffe. Was? Wer bist du denn? Ronwied vom Sümpfle. Halt! Ah, Schwab! Zum Zweikampf! Ich fordere dich heraus! Ach klar, warum nicht? Sind dir vielleicht die Stiefel zu groß? Vorsicht, nicht stolpern! Halt, sag ich! Ich bin Ronwied vom Sümpfle, gebunden durch einen heiligen Eid! Oh, das ist hart. Mein Beileid. Der Jungfer Heidelbeer Ehre zu erweisen, der schönsten aller mir bekannten Jungfern, indem ich 100 Ritter im Duell besiege. Nun aber spornstreichs gezogen, nach dir kommen noch 99 weitere. Hanoi, ich hab keine Zeit. Warum willst du gegen mich kämpfen? Warum forderst du mich heraus? Ich kann mich nicht erinnern, die Jungfer Heidelbeer beleidigt zu haben. Nun also... Dann schwöre, dass die Jungfer Heidelbeer die schönste von allen ist. Ich hab sie doch noch nie gesehen. Aha! Diese Verachtung kann nur mit deinem Blut abgewaschen werden, Unhold. Auf zum Zweikampf! Oh. Gut, wenn du das haben willst. Schon gut. Ich ergebe mich. Schnelle Nummer. Reicht's jetzt? Ja, das Glück war dir treu. Aber nächstes Mal... Geh mir aus den Augen. Geh zur Jungfer Heidelbeer und entschuldige dich für deine Idiotie. Sofort, bevor ich es mir überlege und dir die Knochen breche. Wir sehen uns wieder. Höchstwahrscheinlich. Denn alles in diesem Spiel hat Konsequenzen. Ich stecke fest, nein... So, und weiter geht's. Jupp. Na komm, Plötze. Komm schon, Plötze. Die sind vertrimmt worden wie Nobelgrader Huren. Soll ich in den Arsch treten? Wir haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Wo kam der überhaupt her? Woher soll ich das los, wissen? Los. Was ist denn? Komm, Plötze. Du da. Leiser, glaubst du, war deine Freude? Los, lauf! Warum hält die denn ständig an? Komm jetzt. So, warte mal, hier ist doch ein Schmied. Fergus Graham. Wie kann ich helfen? Grüße, meiner. Ich möchte... Kannst du mir eine Rüstung anfertigen?
Ich brauche eine Rüstung. Alle Teile vorhanden. Okay, das ist Level 12. Level 9 könnte ich machen. Die sind dann zwei Rüstungspunkte besser. Soll ich mir die erstmal machen lassen? Aber das kostet 740 Kronen. Ey, ich hab nicht so viel. Nee, 35. Kostet das, oder? Jo. Okay, nice. So, was hat er noch? Hosen. Level 9. Komm, das machen wir. Kostet ja nix. Let's go. Oberkörper. Hat er auch was Level 9? Nee. Schade. Plunder, Heft. Kann an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Brauche ich nicht. Muss ich dann den Plunder doch aufheben? Nee, er macht Plunder draus. Okay. Also Plunder kann ich immer verkaufen. Oder halt auch zerlegen. So, Stiefel habe ich auch noch nichts. So, und dann reparieren. Kannst du das mal bitte reparieren? 149 Kronen. Ach, alle reparieren. Okay, ja, machen wir. Scheißegal. Dann kostet das halt. So. Und was kann ich dir dafür geben? Ich kann dir zum Beispiel das hier verkaufen. Zack. So. Die habe ich mir gerade hergestellt. Und die Handschuhe, genau. Das heißt, das kann ich dir verkaufen. Das kauft er alles nicht. Das sind halt Gegenstände, das würde ich noch behalten. Ich habe echt nicht viel zu verkaufen. Guck mal, das kannst du noch haben, das kannst du noch haben, das kannst du noch haben, das kannst du noch haben. Und das kannst du noch haben. Ja. Okay. Gewinnt muss ich halt Leben auch vor. Mal nochmal spielen. War das eine T-Pose? Habe ich da eine T-Pose gesehen? So, pass auf. Zack. Und zack. Dann kann er den Rest auch noch haben. Komm, ja, verkaufen wir auch noch. Wie kann ich helfen? So. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. So, das kannst du haben. Das kannst du haben. Sehr schön, haben wir wieder Kohle, Freunde. So ein bisschen. Tschüss. Leb wohl. Tschüssing. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Ja. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20 Kronen. Wow. Wow. Und wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Verbote sind mir Schnuppe. Okay, ich schärfe nochmal kurz die Scharwerter. Zack. Dingsbiberich. So, Herr Baron, wir müssen reden. Hexer, auf ein Wort bitte. Wer bist du denn? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken?
Nein, er trinkt und isst nichts, sitzt nur da. Okay. Da ist er auch schon. So, lieber Baron, ich nehme jetzt erstmal deinen ganzen Scheiß hier, das bist du mir schuldig. Zack. So. Da ist ein Höhleneingang, sehe ich gerade. Ach ja, da bin ich ja hergekommen. So, und lass dich hier schön im Dunkeln sitzen. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Die ich eingesteckt habe? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Es ist immer hart, wenn Angehörige sterben. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. So, wir müssen über deine Familie reden. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Mach ich. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Habe ich jetzt zwei oder drei davon? Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Wir werden noch über sie reden, keine Sorge. Aber jetzt erzählst du mir von Ciri, wie vereinbart. Genau. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen, auf der Straße. Wir sagen mal nicht, wo wir herkommen. Hier und dort und überall? Nicht überraschend, wenn du allein unterwegs bist. Jetzt bist du nicht mehr alleine. Jetzt gehörst du zu uns. Stimmt. Du gehörst zu uns. Wir trinken zusammen, haben zusammen ein Wildschwein erlegt, aber wir haben keine Ahnung, wie du hergekommen bist.
Eine Frau im Männergewand. Klinge auf dem Rücken. Was bist du eigentlich? Eine Söldnerin? Nur eine Reisende. Ich reise viel. Und ich stoße nicht immer auf so gute und anständige Gesellschaft wie euch. Ah, sie ist nicht auf den Mund gefallen. Auf die gute Gesellschaft. Das gefällt mir. Trinkt wie ein Kerl, kann mit dem Schwert umgehen, tötet ein Wildschwein mit Leichtigkeit. Eine richtige Wölfin. Schon gut, schon gut. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Easy. Gerne. Worum wetten wir? Alles, was du hast. Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst vor einem Rennen? Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein. Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Machen wir, machen wir. Wählen, nördliches Temerien, Sonnenaufgang. Yeah, baby! Oh. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Na dann. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Und tschüss! Los, los! Bin ich jetzt die richtige Route? Nicht aufgeben, Mädchen! Mach ich nicht, mach ich nicht. Beeilung, schneller! Oh, er kommt schon, er kommt schon. Ich wollte mal kurz das Pferd Luft holen lassen. Haha! Aber wir haben es geschafft. Jawohl. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Ein Mann, ein Wort. Was? Eine Chance zu gewinnen. Oh. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Spielen wir Gwind. Ich weiß, wo deine Frau ist. Du arbeitest mit Nilfgaard zusammen? Warum? Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr und daher auch nichts mehr zu verraten. Die Nilfgaardische Garnison vor Ort, sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Okay.
Wie hat es dich hierher verschlagen? Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos, uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Hast du von Hexen in der Nähe gehört? Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. So, ich weiß, wo deine Frau ist. Ich habe Nachricht von deiner Frau. Potzpestilenz, warum sagst du das nicht gleich? Wo ist sie? Warum bringst du sie nicht mit? Sie ist im Buckelsumpf. Hat Essen, ein Dach überm Kopf, ist beschäftigt. Sah nicht so aus, als wollte sie von dort weggehen. Du solltest sie zurückbringen, nicht von ihren Lebensumständen berichten. Ich sollte sie finden. Und das habe ich. Mehr war nicht abgemacht. Du hältst mich noch immer für das Letzte. Für einen Bastard, nicht? Für den Schuldigen an dem, was hier passiert ist. Mitschuldig auf jeden Fall, ja. Ich hätte wahrscheinlich erst zu ihm kommen sollen. Was ist denn jetzt eigentlich mit der Anna? Die Mumen haben sie ja verschont, oder? Meine Meinung ist egal. Es ist egal, was ich glaube. Und doch sehe ich deine Verachtung. Ich kenne die Welt der Hexer nicht, aber in unserer ist nichts schwarz oder weiß. Dann sag mir doch, wie es wirklich war. Du wirst wohl einwerfen, dass es nicht nur deine Schuld ist. Na gut, ich höre mir deine Sicht der Dinge an. Mit Annie. Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie versorgte meine Speerwunde aus der Schlacht von Angkor. Als ich genesen war, hielt ich um ihre Hand an. Sie weinte vor Freude. Bald war Tamara geboren und dann ging ich nach Zidaris. Ein Kriegsfürst hatte sich gegen König Etain erhoben und Foltest schickte Hilfe. Schlachten und Scharmützel jagten einander. Ein Leben voller Krieg. Ich war selten zu Hause und fand Trost im Trinken. So viel Trost, dass ich nicht davon lassen konnte, wenn ich daheim war. Also ist es doch deine Schuld. Was geschah dann? Na schön. Und dann? Ich zog von Front zu Front, von Schlacht zu Schlacht, verdiente Sold. Und Anna saß allein mit dem Kind daheim. Vielmehr nicht allein, wie ich später erfuhr. Fast 3 Jahre lang suchte sie Trost in den Armen eines Kindheitsfreundes namens Ivan. So ein Hundesohn! Verdammt, verstehst du nicht? Einen Fehltritt hätte ich ja verziehen, aber sie hat mich jahrelang betrogen. Hat sich einen Dreck um mich und meine Liebe geschert. Ja, ist natürlich nicht cool. Das ist natürlich nicht cool, aber rechtfertigt auf jeden Fall aber keine Gewalt. Eines Tages kam ich nach Hause. Da waren Anna und ihre Sachen weg. Ich fand einen Brief. Sie schrieb, sie liebe mich nicht mehr und zöge mit Tamara zu diesem Wichser. Ich dachte, mir tritt ein Pferd in den Arsch. Ich zog los, um den Scheißkerl zu finden und sie wieder nach Hause zu holen. Aber als ich ihn sah,
erwachte etwas Finsteres in mir. Ich schlachtete den Drecksack ab und warf ihn den Hunden zum Fraß vor. Bro. Man nennt dich also nicht umsonst blutig. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade nicht wichtig. Anna war wohl nicht gerade erbaut. Das ist die größte Untertreibung aller Zeiten. Sie wurde hysterisch, warf sich auf mich, trat und kratzte, griff sich ein Messer. Das wäre mein Ende gewesen, wäre ich nicht weggesprungen. Ich schlug sie zum ersten Mal. Ich musste sie beruhigen. Ich hatte keine Wahl. Von da an war alles unwiderruflich anders. Anna versuchte oft, sich und mir das Leben zu nehmen. Sie stichelte, reizte mich, verhöhnte mich. Ich sollte sie wohl wieder schlagen. Sie schrie, dass ich ihre Liebe und ihre Hoffnung zerstört hätte und sie doch gleich umbringen könnte. Wie oft entschuldigte ich mich, brachte Blumen und Geschenke mit. Es war ihr gleich. Nach 2 Jahren war ihr Zorn zu Gleichgültigkeit geworden. Manchmal durch ihre Hysterie unterbrochen, manchmal durch meine Sauferei. Ich begreife nicht, dass wir diese Jahre überlebt haben. Nun weißt du, dass nicht alles so war, wie es schien. Offenbar verdient ihr euch. Das ist deine Schuld. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay, das ist alles drei nicht cool. Das ist alles drei nicht cool. Nein, es ist natürlich nicht nur seine Schuld, aber erstens mal kann man nach so einer Geschichte nicht mehr zusammenkommen. Sollte man auch nicht, weil man sieht ja, wie das enden kann. Und zweitens hat sie auch Scheiße gebaut und ja, also Nummer 1 gefällt mir noch am besten. Du hattest recht. Ihr seid beide schuld an der Lage. Wie gut, dass du das endlich siehst. Also gut. Wenn du Anna schon nicht zurückbringst, sag mir wenigstens, wie sie in dem Sumpf gelandet ist. Sie paktiert mit den Muhmen. Machen wir erstmal das. Deine Frau ist als Dienerin bei den Muhmen. Was zum Henker meinst du? Was für Muhmen? Sie leben im Buckelsumpf. Ich hörte von ihnen. Aber ich hielt das für Schauermärchen. Nope. Wie ist sie da nur gelandet? Ein Bies hat sie geschnappt. Sie sind nachts zu Ross geflohen, ritten am Wald vorbei, als ein Monster der Muhmen sie angriff und Anna entführte. Ein Monster? Verflucht. Und Tamara, war sie verletzt? Nein. Tamara ist in Ochsenfurt. Den Göttern sei Dank dafür. Und was ist mit Annie geschehen? Das Monster hat sie in den Buckelsumpf verschleppt, sie aber nicht verletzt. Anna scheint es dort sogar zu gefallen. Zu gefallen? Was soll der Unfug, Hexer? Was zum Teufel treibt sie da im Sumpf? Sie paktiert mit den Muhmen. Sie hat mit den Muhmen einen Pakt geschlossen und... Nun, sie hat wohl den Verstand verloren. Einen Pakt? Was zum Teufel? Sie war schwanger und wollte das Kind nicht kriegen. Sie ging zu den Muhmen und die versprachen, das Problem zu lösen. Gegen 1 Jahr Dienst. Und die Muhmen haben auf ihre verschrobene Art Wort gehalten. Was meinst du damit? Anna hat wohl gedacht, das Kind würde irgendwie einfach verschwinden. Aber die Muhmen schwächten sie so sehr, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und da begann sie wohl, den Verstand zu verlieren. Sie legten sie an eine magische Leine, die Schmerzen bewirken kann, damit sie ihre Schuld auch ja begleicht. Begleicht? Warum ist er so nasal? Hexen, verdammter Albtraum! Du scherzt wohl! Wir müssen sie retten! Wir können sie nicht dort lassen! Du solltest nicht in den Sumpf gehen. Auch mit Bewaffneten ist es ein schlechter Einfall, in den Sumpf zu ziehen. Es ist an sich schon gefährlich dort. Und diese Muhmen sind mächtiger, als man denkt. Ich dreh doch nicht Däumchen, bis sie sie rausrücken. Würdest du auf ihre Gnade zählen, wenn sie deine Tochter hätten? Wohl nicht. Aber ich bin ein Hexer.
Und ich bin ein Ehemann und Vater, der sein Leben und das seiner Lieben versaut hat. Ich sammle meine Männer und hole Anna da raus. Wir hatten eine Abmachung. Jetzt musst du deinen Teil erfüllen. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Ein gegebenes Versprechen. Wo war ich denn? Ein Basilisk. Er hat dich angegriffen. Ah, stimmt. Riesengroß. Ziemlich brutales Vieh. Er landete genau vor uns. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Vorsicht! Wenn ich nicht überlebe, kannst du aus der Festung haben, was du willst. Du wirst überleben. Puh. Zeigen wir diesem Monster, was in uns steckt. Okay, Freunde. Und wie es weitergeht, erfahren wir morgen zur nächsten Folge. Leider, wir haben schon Überlänge, Freunde. Wir müssen jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Morgen geht es dann weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.